Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der UV-Videowochenschau. Die Junge Union fordert Poller an Stoppelmarkt Zufahrten. Damit soll vermieden werden, dass ein Attentäter mit einem LKW in die Menschenmenge rasen kann. Was haltet ihr von dieser Idee? Diskutiert mit uns mit auf unserer Facebook-Seite. Und der dritte Hofblick ist online. Die Videos dieser Serie, die wir zusammen mit dem Kreisland-Volkverband Vechta produzieren, findet ihr außerdem auf unserem YouTube-Kanal. Und dort gibt es auch eine eigene Playlist, die heißt auch Hofblick. Und dort gibt es alle Folgen dieser Serie hintereinander weg. Fotoshooting für die neue Promenade auf Gut Füchtel in Vechta. Model ist da, Fotografinnen sind da, jetzt muss nur noch das Pferd mitmachen. Im Idealfall sind seine Ohren nämlich nach vorne gerichtet. Hey, guck mal her, Helena. Helena. Wie heißt sie? Helena. Und zum Pferd gucken. Viel höher. Lächeln, immer lächeln. Du bist so glücklich. Weiter geht es zwar ohne Pferd, doch noch immer draußen in der Kälte. Aber unsere Promenadenmodels bleiben tapfer. Zum Abschluss wird es noch einmal in einer Ferienwohnung auf Gut Welpe kuschelig. Da lächelt es sich gleich noch besser. Die Ergebnisse vom Fotoshooting findet ihr in der neuen Ausgabe der Promenade. Schon Pläne fürs Wochenende? Es soll ja leider erstmal wieder kälter werden. So oder so haben wir jetzt zwei Veranstaltungstipps für euch. Und zwar gibt es zum einen am Samstag ab 16 Uhr in der Kreismusikschule des Gymnasium Antonianum ein Konzert mit Musik für Klavier, Solo und Saxophonquartett. Für die Schülerinnen und Schüler ist das Teil der Vorbereitung für den Wettbewerb Jugend musiziert. Hört doch jetzt schon einmal rein, der Eintritt ist frei. Und am Sonntag gibt es im Gulfhaus Vechta Kabarett mit Simon und Jan aus Oldenburg. Wer die beiden Jungs noch nicht kennt, da gibt es ziemlich lustige Clips auf YouTube von den beiden. Und am Sonntag ist der Einlass um 19.30 Uhr, los geht's dann um 20 Uhr. Und die Karten kosten an der Abendkasse 21 Euro. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch, wie meine Halskette in Wirklichkeit aussieht, nämlich so. Das alles macht der Greenscreen. Das ist auch der Grund, warum ich hier niemals grün anhaben werde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, am nächsten Donnerstag.